In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man diese Funktion hier integriert bzw. die Stammfunktion von ihr findet. Und ich zeige mal nur die unbestimmte Integration. Also das, was gesucht ist, ist das Integral von u von t dt. So, und jetzt kann man natürlich in dieses Integral diese Funktion einfach mal einsetzen. 1/2 um, ein konstanter Faktor m, der am Ende, der hier die Einheit Volt hat, sodass für diese Spannung auch wirklich die Einheit Volt rauskommt. Und dann diese Klammer 1 minus und die Kosinusfunktion, die von der Kreisfrequenz Omega und der Zeit t abhängt. Na, Omega hat 1 durch Sekunden, die Zeit hat die Einheit Sekunden, sodass beides zusammen einheitenlos ist, denn man kann die Kosinus nur von einer Zahl ausrechnen. Diese ganze Klammer ist dann einheitenlos, das bringt die Einheit Volt, sodass das ja, die Einheit Volt hat, diese Zeitfunktion. So, und darüber wird jetzt integriert. Das Erste, was man mal machen kann, ist zu sagen, das ist ein konstanter Faktor, den können wir vor das Integral schreiben. Und dann bleibt in dem Integral nur diese Klammer hier zu stehen. Das ist eine Summe und dann sagt uns die Summenregel, dass man jeden dieser Summanden einzeln integrieren kann. Also, das um 1/2 vor das Integral geschoben und das Integral aufgeteilt. Und dafür schreibe ich jetzt mal neue Klammern hin und wir suchen jetzt eben das Integral von 1 über der Zeit integriert und minus das Integral von der Kosinusfunktion von Omega t über die Zeit integriert und dann geht diese Klammer zu. So, und dann kann man hier vorne diesen konstanten Faktor natürlich einfach abschreiben und kann hier reinschauen, wenn man eine 1 nach t integriert, kommt da natürlich t raus als Stammfunktion. So, und hier hinten wird es jetzt vielleicht so ein bisschen komplizierter, aber auch nur ein bisschen, wenn man da scharf drauf schaut, also das Minus schreibe ich mal ab, dann ist die Stammfunktion von der Kosinusfunktion ist die Sinusfunktion, weil die Sinusfunktion abgeleitet ergibt ja die Kosinusfunktion. Also steht hier erstmal minus Sinus von Omega t. Und jetzt habe ich das schon gleich mit Absicht so ein bisschen hochgeschrieben, weil wir natürlich nach t integrieren, aber hier steht Omega t. Wir haben so eine innere Funktion. Und wenn man jetzt das hier unten als Probe ableiten würde, die Sinusfunktion abgeleitet, ergibt die Kosinusfunktion, aber das wäre ja nur die Ableitung der äußeren Funktion. Wir haben noch diese innere Funktion, das Omega t. Und dadurch würde beim Ableiten eine Multiplikation mit Omega entstehen. Und deshalb müssen wir jetzt hier nochmal durch Omega teilen, ne, damit sich das von hier abgeleitete Omega mit dem Omega hier unten wegkürzen kann. Und so, dass dann abgeleitet da tatsächlich nur diese Kosinusfunktion überbleibt. So, und dann ist das im Prinzip schon die Stammfunktion. Damit sind wir schon fertig. Und jetzt könnte man in die natürlich die Grenzen einsetzen, wenn man jetzt hier über eine Periode integriert von 0 bis groß t. Meinetwegen, dann kann man natürlich hier auch irgendwie die Grenzen einsetzen von 0 bis groß t. Ich lasse das aber mal bei der unbestimmten Integration, dann fehlt hier eben noch eine Integrationskonstante. So, auch hier kann man noch mal irgendwie kurz schauen, dass hier, also vielleicht auch, warum muss hier dieses durch Omega stehen? Wir haben eine Spannung und wir integrieren die Spannung über der Zeit. Die Spannung hat die Einheit Volt, gerade schon diskutiert, die Zeit hat die Einheit Sekunden. Das heißt, das Ergebnis hier muss die Einheit Volt Sekunde haben. So, jetzt in dem Ergebnis haben wir die Volt an der Stelle und diese ganze Klammer hier hinten, die muss die Einheit Sekunde haben. Die Zeit hat die Einheit Sekunden, das passt auch. Die Sinusfunktion ist wieder einheitenlos und Omega hat, wie schon oben diskutiert, die Einheit 1 durch Sekunde. Wenn wir 1 durch 1 durch Sekunde rechnen, hat das Ganze wieder, der ganze Bruch hier wieder die Einheit Sekunde. Sekunde minus Sekunde hat die Einheit Sekunde. Das passt alles. So, wenn einem das jetzt irgendwie zu trickreich erschien zu sagen, dieses Omega, wo kommt das jetzt her? Dann kann man natürlich hier unten nochmal irgendwie sich dieses Integral und das, was wir jetzt eigentlich machen, das schreibe ich nochmal hin, ist Integration durch Substitution. Nämlich, wenn man solche verketteten Funktionen integriert. Wir haben eine äußere Funktion, wir haben eine innere Funktion und wir integrieren irgendwie nach einer Variable in dieser inneren Funktion. Das hier schreibe ich jetzt nochmal hin. Ich mache das mal blau, diesen Teil hier, den schauen wir uns jetzt nochmal an, hier unten.
Also das Integral von Cosinus Omega t dt. So, und jetzt machen wir mal Trick 17 und ersetzen diese innere Funktion, das Omega t, durch eine neue Funktion, die nenne ich mal g von t. Das g hat keine Bedeutung, ist einfach nur irgendwie ein Buchstabe. Und das g von t ist eben Omega t. So, und damit kann man jetzt natürlich das hier schreiben und kann sagen, jetzt haben wir das Integral von Cosinus und in dem Cosinus steht jetzt ein g oder ein g von t. Ich schreibe mal nur ein g, um es nicht verwirrender zu machen, als es vielleicht sowieso schon ist. Also ein Cosinus von g, aber wir integrieren halt immer noch nach dt. Das heißt, das passt irgendwie nicht. Cosinus von g und das g hängt, ich schreibe es mal doch der Sicherheit irgendwie über hin, das g hängt von t ab. Das sieht nicht sonderlich schön aus. Das g hängt von t ab und wir integrieren nach t. Naja, und jetzt müssen wir das irgendwie noch schaffen, diese Integrationsvariable hier hinten zu ändern. Wir wollen nicht mehr nach t integrieren, wir wollen nach g integrieren. Denn wäre es irgendwie total einfach, wenn man sowas hätte, Cosinus von g nach g integriert, wie Cosinus von x nach x integriert, wäre das wieder ein Grundintegral. So, und der Trick ist jetzt eben zu sagen, wir machen mal hiermit weiter und rechnen mal das g' aus, also die Ableitung von dem g von t nach dt. Wir nehmen das hier, diese Funktion, und leiten die nach t ab. Das Omega ist ein konstanter Faktor, dann konstanter Faktor mal t nach t abgeleitet, ist einfach dieser konstante Faktor. So wie wenn man 2 mal x nach x ableitet, kommt da 2 raus, wenn man Omega t nach t ableitet, kommt da Omega bei raus. So, und die Funktion hier unten, die nehmen wir jetzt und stellen die nach dem dt um. Das heißt, das dt kommt hier hoch und das Omega wandert andererseits darunter. Und dann steht halt da, dt ist das gleiche wie dg von t durch Omega. Und an der Stelle, das ist eigentlich schon der Trick, wo kommt das Omega her? Ja? Und jetzt nehmen wir dieses dt und setzen das hier ein. Und ich schreibe mal das Integral und die äußere Funktion wieder in blau. Und in der Funktion drin steht eben ein g von t und ein dg von t am Ende. Und das 1 durch Omega, was hier steht, das schreibe ich mal einfach vor das Integral schon mal, weil das ist ja ein konstanter Faktor, der hängt nicht von der Zeit ab. So, und jetzt, naja, wie gesagt, jetzt ist das vielleicht verwirrend, dass hier steht g von t und wir integrieren nach g von t. Man kann sich das von t vielleicht auch einfach wegdenken an der Stelle und dann sagen, Cosinus von g integriert nach g, so wie Cosinus von x integriert nach x. Und wenn man das eben macht, kommt da raus, der Sinus von g von t durch das Omega und plus eine Integrationskonstante c. Und jetzt können wir das einfach wieder resubstituieren, also für das g von t einfach wieder das einsetzen, was wir hier am Anfang hatten, das Omega t. Und dann steht halt da, die Stammfunktion ist Sinus von Omega t durch Omega plus c. Und das ist genau das Gleiche, was wir hier oben durch sozusagen Integrieren durch scharfes Draufschauen rausbekommen haben oder durch diese Überlegung mit der Probe. Beim Ableiten der inneren Funktion entsteht ein Omega. Dann brauchen wir hier unten ein Omega, das sich mit dem Omega wegkürzt, sodass nur dieses Cosinus von Omega t überbleibt. So, das ist die Integration von dieser Funktion hier, die Bildung der Stammfunktion. In einem zweiten Video zeige ich jetzt gleich noch, was passiert, wenn man das Quadrat von dieser Funktion integriert. Die Funktion hier, die einfache Integration, ist natürlich nützlich, um den Mittelwert auszurechnen. Das Quadrat braucht man dann für den Effektivwert.